Hommage, Novemberausstellung in der Galerie Mara Art mit der Künstlerin Michaela Dreyer. Die Ausstellung Hommage will eine zeitgemäße Erweiterung des ursprünglichen Bedeutung des Begriffes zeigen. Im Mittelalter war die Hommage die Huldigung des Vasallen gegenüber dem Lehnsherrn und in späteren Zeiten ist sie als öffentlicher Ehrenerweis berühmter, häufig bereits verstorbener Persönlichkeiten diesen vorbehalten gewesen. Michaela Dreyer, die Künstlerin, sie hat nach der Ausbildung zur Redakteurin in jungen Jahren sich instinktiv mit der bildenden Kunst auseinandergesetzt. Die Sommerakademie in Salzburg, unter anderem bei Eva Köthen, aber auch das Zeichnen aus dem Unbewussten bei Ugo Dossi, hat großen Einfluss auf ihre Arbeit genommen. Parallel war sie Mitbegründerin der Malschule in Burghausen, die sie über 10 Jahre leitete, inklusive dem angegliederten Kunstwerk. Im Mittelpunkt stand dabei der Mensch mit seinen kreativen Wurzeln im Kontext seiner Lebenssituation und der Kunst. Aus dieser Erfahrung heraus war für Michaela Dreyer das 5-jährige Studium der Kunsttherapie eine logische Schlussfolgerung in ihrer Biografie. Das Thema Tod wurde in der Vergangenheit von der Künstlerin Michaela Dreyer nie ausgegrenzt. In mehreren Installationen würdigte sie zum Beispiel 2021 in der Ausstellung Anders als geplant ihr verstorbenes Bienenvolk. Und auch das Werk Innenwelten lässt biografische Brüche erspüren. Die Künstlerin arbeitet ihre Trauer, die Herausforderungen des Lebens manchmal mit sich bringen, regelrecht in ihre Werke ein. Bedient sich häufig der Drucktechnik, vervielfältigt bis zur Erschöpfung, atemlos. Erinnert plötzlich Gemälde aus der Vergangenheit, die aktuell noch eine wesentlich tiefere Bedeutung bekommen. Die Gemälde der Serie Tapetenwechsel. Tapetenwechsel zeigt die verschiedenen Stufen der Trauer. Auch das wird im Nachblick erst richtig sichtbar und deutlich als eine Trauersituation, die Biografie kreuzt. Es zeigt die Stufen der Trauer. Das erste Bild aus Tapetenwechsel, die Spaltung, dieses Aufgerissensein, maßlose Trauer im Weiß, eine Bewegung, sich herauszubewegen. Auch aufkommende Wut in der Arbeit Nemesis, die Rachegöttin, ein Prozess in der Trauer wird sichtbar. Tiefe Verzweiflung im blassen Rot. Bis hin zu dem Bild Hommage an Rumi. Hier der Wunsch nach Auflösung, nach Bewegung, Bewegung in der Trauer. Das letzte Bild aus der Serie Is zeigt bereits eine Feder, die leicht schwebend, eine Leichtigkeit, noch verletzlich, aber sie zeigt eine Leichtigkeit, die wieder gewünscht ist, die wieder kommen darf. Die beiden Installationen Hommage an die Ahnen. Hier ist die Wahl der Behältnisse auf ihre Ritualgegenstände gefallen. Die Künstlerin arbeitet häufig auch als Ritualin, in Ritualen. Sie zeigt verschiedene Gegenstände aus der Natur, verbunden mit afrikanischen Ahnenfiguren. Und dies bringt sie unter in alten Brotschalen, in antiken Brotschalen, die auch bereits die Hoffnung auf das Fruchtbare, auf das Neue, auf die Entfaltung. Die Schalen gaben dem Brot den Raum zur Entfaltung und so mögen es diese Gegenstände in der Schale des Brotes tun, um neue Fruchtbarkeit zu bereiten. Die Installation Innenwelten, bereits in der Ausstellung 2021 präsentiert, zeigt die neue, weitergeführte Lebenslinie der Künstlerin auf.
Wir kennen die anfänglich wilde Gebärde von 2021 und der Zeit davor. Und nun gestaltet Dreier mit kolorierten Monotypien, die sich über unergründlichem Nebel befinden, verschiedene abgeschlossene Phasen in der Spanne des Lebensweges des letzten Jahres. Es zeigt die dynamische Entwicklung eines Jahres im Leben der Künstlerin. Die Installation Lost Places, dargestellt durch von Wespen verlassene Nester, nimmt Bezug auf die vergangenen 3 Jahre im Leben des Menschen, der mit der Herausforderung der Pandemie gelebt hat. Teile der Nester wurden mit Zeitungsmaterial aus dieser Zeit vermischt und durch die Technik des Papierschöpfens zu einer neuen Aussage gebracht. Was wird übrig geblieben sein, wenn wir aus der Zukunft auf diese unsere Zeit zurücksehen werden? Das Schwarz-Weiß-Denken dieser Zeit erscheint nach der Auflösung des Materials, Zeitungspapier und Nestmaterial im Wasser, als schwebendes Grau in allen erdenklichen Schattierungen. Die Serie Icarus, um sie als letzte Serie Ihnen zu präsentieren, beginnt mit einer Zinkplatte, mit einer Druckplatte, als Grundlage für weitere 3 Werke im Druckverfahren. Die Arbeiten werden durch immer zarter werdende Farbgebungen behutsam aufgelöst. Mit Icarus 2 entsteht durch beigefügtes Material wieder eine materielle Bindung an die Welt. Der Wille zum Fliegen wird auch in dieser Serie, die auch Icarus heißt, deutlich, sich herausbewegen, sich erheben aus dem Dunklen. Um mit dem Abschied umzugehen. In den Arbeiten von Michaela Dreier wird Hommage zu einer Möglichkeit, mit Unwiederbringlichen, mit Verlust, mit Abschied umzugehen und einen Weg zu finden, die Aufgaben anzunehmen, um das eigene Leben mit dieser Erfahrung weiter zu gestalten. Mein Dank geht an Michaela Dreier.